Irgendwie tut er mir gerade leid. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Jetzt habe ich einen Kittel an. Ey. Was von Napoleon jetzt macht? Hab ich nie getestet. My comrades in Paris shall hear about this. Don't you look down on me. Open the door. They haven't yet made a bullet that can hit me. Okay. Ich finde die Hallenstadt echt gut gemacht. Muss man schon sagen. Miss, I... I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Oh my god. Oh. Krass, okay, sind wir hier, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Aber da lang gehen? Kann ich da lang gehen? Ich gehöre zu euch. Ich habe einen Kittel an. Das ist ja fast... Ach so, ich glaube, da haben die Freigang, oder? Ja, Eierschaukeln. Das war gerade so nah an meinem Ohr. Ich habe mich so erschrocken gerade. Beachtet mich nicht. Ich habe einen Kittel an. Ich gehöre zu euch. Ich habe einen Kittel an. Ich gehöre zu euch. Ey, das sieht aus, als ob die da alle gerade so irgendwelche machen, weißt du? Nur für Befugte. Ich habe einen Kittel an. Ich fühle mich angesprochen. Ermittlungsort gefunden. Wäscherei. Fabric burnt in the furnace. Gerda ist ja, das ist ja die Frau, die Becker meinte, Gygax hat irgendwas ihr angetan. A jalabia. A traditional garment from Northern Africa. Oh, was macht das denn hier? The garments of several dozen people at least. Ah. Guck mal, hier lässt Sailor Moon ihr Outfit waschen. Oh. Ich hab Annabelle gefunden! Nein. Sorry, aber ich hab sie gefunden. Sie ist da. Es tut mir leid, es ist leider wirklich 1:1 Demo gerade.
Heidi. Good Lord, how unsettling. The damage seems intentional. So you're Heidi. I didn't realize I was on Haunted Doll Watch. Und wenn du aufgepasst hast, genauso wie ich es getan habe, na, also ich habe gerade wirklich der Dame zugehört und aufgepasst, ne? Es kommt nicht davon, dass ich die Demo schon gespielt habe und den Part hier kenne. Gerda braucht ihre Heidi. Warte mal. Nur für Befug. Ich hab einen Kittel an, ich fühle mich angesprochen. Auf Georgisch geschrieben. Ey, bin du aber gern. Warte. Nummer 4. Alter. Ja. Nur Zahlen, ne? Alter, junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität niederländisch, Ergebnis. Eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnungen zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt, 0,4 Milligramm. Alter, Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität rumänisch, Ergebnis, die Versuchsperson leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld einer Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reichte die Minimaldosierung aus 0,2 Milligramm. Nummer 6. Junger Erwachsener. Geschlecht männlich, Nationalität Aino. Ergebnis aufgrund unverständliches Gebrabbel als geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reichte eine geringe Dosierung aus, 0,2 Milligramm. Nummer 7. Junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität Maori. Ergebnis aufgrund unverständliches Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechende hohe Dosierung nötig, 0,8 Milligramm. Zusammenfassung: Alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. Das ist eigentlich richtig barbarisch. Nicht nur den Namen, sondern auch das genaue Alter weg, also alles. Alles weg, außer halt die Nationalität, weil man wahrscheinlich denkt, keine Ahnung, Asiaten reagieren anders darauf, dabei hat er dasselbe körperliche Merkmale wie der andere, nur dass er ein Asiat ist, sowas zum Beispiel, ne? Also, ja, wie hier unten steht, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache, reagieren alle gleich drauf. Ja, no shit, Sherlock! Manchmal ist, die Herkunft nicht wichtig dabei. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Wobei man halt sagen muss, diverse Herkünfte haben natürlich genetisch etwas anderes, wie zum Beispiel, dass Asiaten häufiger laktoseintolerant sind. Was eigentlich, so viel ich ja weiß, der richtige Zustand ist. Es ist ja eigentlich unnormal, dass man nicht laktoseintolerant ist, oder? Okay, weißt du was? Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich Blödsinn rede. Etwas ragt raus, etwas ragt heraus. Okay. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Hallo, ich wollte es mir richtig angucken. Da war eine Meerjungfrau, was eigentlich eher ein Mann ist, ne? Abgebildet wie Jesus. Ich möchte lieber nicht mal so viel reden. Ich glaube, ich fange jetzt wirklich an, Schwachsinn zu reden. Schwachsinn. Und ich möchte nicht in irgendein Fettnäpfchen geraten. Weißt du, was ich meine? Boah, hier ist Sonnenlicht.
Stell dir mal vor, es regnet. Fettnäpfchen geraten. Fettnäpfchen treten. Ah, da kam ich her. So. Blut von oben aufgeschlagen. Warte. Weißt du was? Ich glaube, ich bin hier auch ein bisschen vieles voraus. Ich möchte gerne den Task mit Heidi beenden. Und Gerda. Ich glaube, sonst hat das irgendwie gerade... Oh, erschreck mich nicht. Ich glaube, sonst ist das irgendwie gerade unstrukturiert, was ich hier gerade tue. Deswegen möchte ich lieber das erstmal beenden. Huch, huch. Hi. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Mm-hmm. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Hmm? I shall leave you two to get reacquainted. Habe ich irgendeinen Part falsch in Erinnerung? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwas habe ich gleich falsch. Oder es kommt noch, ich weiß es nicht. Oder es kommt gar nicht mehr, ich weiß es auch nicht. Nur wirkte, ich fühle mich angesprochen. Das gucken wir mal wieder hier. So. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Mhm. Gucken wir mal das an. Verfärbung, starker Chlorgeruch. This stretcher was disinfected frequently. Mhm. Oh, oh, oh. Ich hab gerade gedacht, da steht jetzt wirklich jemand. Doors can be opened for deliveries. Yeah. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Ja. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Ja, ist das Blut oder ist das Wein? Substantial blood loss. Mm. One poor soul found another way out. Okay, ja. Ist das Blut oder ist das Wein? Ich bin ja auch
Gott. Oh nein, wieder lebendig, ne? Kratze, Akkorden, Fingernägel. Lebendig in der Kiste gewesen. Ja, und dann Panik gekriegt. Ja, nur shit, Sherlock, hätte ich auch. Ich erinnere mich, dieses getan zu haben. Und ich wollte es nochmal tun. Haben wir noch nicht? Was wäre die andere? Nee. Die kamen in den Kisten. Ja, aber ich habe hier noch. Irgendeine Sache habe ich hier noch. Irgendwas ist hier noch offen. Mal davon abgesehen, da unten war doch Blut. Das kann nicht richtig sein. Warte mal. Das kann nicht richtig sein. Das kann richtig sein. Das kann richtig sein. Ja, da sehe ich. Da sehe ich's. Aber war das denn hier? Nee. Hier. Ich habe das nicht durchgeguckt. The kidnappers even provided airflow. How generous. Boah. Nobelpreis. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Okay, das war eine Wasserflasche, ich Idiot. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Das ist sowas von barbarisch, sag's dir. Mhm. Ich muss immer an Pokémon denken, wenn ich das sehe. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. Ja, wohl wahr. Aber jetzt noch mehr. Okay. Oh, warte, das hat auch noch mit dem zu tun, ne? Der da, der hat es nicht geschafft. Der hat Panik gekriegt und hat dann sein Leben beendet. Das war das andere. Warte, jetzt bin ich gerade verwirrt. Gelebt hat. Ich gehe mal davon aus, oder? Gehe davon aus, der hat noch gelebt und der hat's beendet. The carriages were back through these doors and they began to unload their cargo in secret. Next the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted and dehydrated prisoners were then herded into cells.
all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Oh Gott. Ey, ich sollte... So lecker Popcorn auch manchmal ist. Ich soll das nicht essen. So. Die Ausländer müssen nach kurzem Aufenthalt in den Zellen durch eine Geheimtür gebracht worden sein. Die sind wohl irgendwo in der Nähe des Hintereingangs befindet. Ich weiß, wo sie ist. Die entführten Ausländer wurden in Zellen gefangen gehalten. Womöglich wurden sie anschließend fortgeschafft. Doch ihre Spuren lassen keinen Zweifel daran, dass sie hier waren. In Trag B stehen zahlreiche Holzkisten, die genauso aussehen wie die, die wir in London gesehen haben. In der Wäscherei fand ich eine Puppe namens Heidi, die in einem schrecklichen Zustand ist. Gerda hat ihre Puppe zurück. Ja? Ich bin aber immer noch ein bisschen verwirrt, was jetzt gerade Heidi angeht. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas kommt. Hä? Zugeschweißt. Ja, jetzt haben wir gerade den Salat. Ich weiß, wo es ist. Kratzer. Scratches. Something has been moved through here. Jo. Riecht nach Maschinenöl. It seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Jo. Ich weiß das auch noch ganz gut, weil ich in der Demo so abgepiepst war, weil ich es nicht gefunden habe. Also, wie gesagt, wenn du sehen willst, wie ich verzweifle und die ganze Zeit rumrenne und dumm bin und blind und keine Ahnung was, das alles für mich neu entdecke, guck dir diesen Part in der Demo an. Aber ich werde mit Sicherheit noch weitere paar Momente haben, wo ich dumm bin und so. Wahrscheinlich wie jetzt gerade, weil ich wahrscheinlich auch gar nicht weiß, was ich. Mit Hilfe von Professor Becker, nee. Irgendwas Gelbes und Grün. Funktionsfähiger Speiseaufzug. Geschehenes Institut. Alte Fotografie. Patienten von Trakt A. Heidi. Gerda hat ihre Puppe zurück. Ja, das hat ja gar nichts damit zu tun. In einer der Zellen von Trakt B ist eine Patientin namens Gerda untergebracht und sie scheint schon eine ganze Weile in der Anstalt zu sein. Gerda erzählt nicht viel über die Ausländer von der Anstalt, erwähnte jedoch einen Ort, wo auch die anderen, die so komisch reden, endlich die Klappe halten. Sie sagte, dieser Ort würde sich hinter der sogenannten Höllenpforte befinden. Okay, ja, Gerda weiß vermutlich mehr. Nach oben in die Küche. Okay, hier weiß ich jetzt nicht. Okay, der Weg nach oben. Die Türen von oben sind abgeschlossen und wahrscheinlich werden die obenen Bereiche bewacht. Das soll ich Watson wahrscheinlich, ne?
Watson hat die Hallenstadt in seine Aufwartung gemacht und hält sich nun im Räumen des Erdgeschosses auf. Wie erwartet... Ja, okay. Ich glaube... Okay. Ich muss einen Aufzug machen. Ah, okay. Diese zwei Sachen stimmen schon mal. Vielleicht habe ich noch nicht alles. Ich gehe mal davon aus, ich habe einfach noch nicht alles. Ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich mich scheiße dabei fühle. Ja, dann habe ich es einfach nicht alles. Gut. Aber der hat ja da gerade geschrieben gehabt, vielleicht weiß sie ja noch mehr. Also Gerda. Deswegen frage ich... Okay. Frage ich da jetzt mal nach. Boah, es tut mir so leid. Es fühlt sich irgendwie die ganze Zeit so an, als ob ich ein Spiel zweimal spiele, ne? Aber es ist ja... Oh Gott. Ist ja nicht so. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor, poor Heidi. We will fix you, I promise. We will fix you! Leave it with me, Gerda. Ja, genau das war das, was ich gerade so verwirrend fand. Weil ich der Meinung war, wir müssen Heidi ja noch reparieren. So war ich gerade so vollkommen verwirrt. Zwei Knöpfe, Faden, Klebstoff, Nägel. Allerdings beharrt sie darauf, dass nur Heidi die Geheimnisse des Instituts kennt. Ich werde wohl keine Auskünfte erhalten, da Gerdas Puppe nicht repariert ist. Für die Reparatur wird folgendes... Ja, okay. Knöpfe, Faden, Klebstoff... Oh Gott. Warte mal, können wir das anheften? Das, oh, das ist manchmal blöd. Langer Faden. Lose Knöpfe. Okay, hier sind wir durch. Oh, Klebstoff brauchen wir. Wo haben wir den Klebstoff? Warte. Oh, Entschuldigung. Ich hab's eigentlich.
Okay. This is the same narcotic substance that we found in London. Manufactured and packaged here. Hat dich aufgefallen? Okay, gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Herr Schnitzer, ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhoffte aufgetretene psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegt Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen können. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in Ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von dieser kostbaren Fracht abzulenken, steht einer baldigen Genesung Ihres Sohnes nicht im Wege und Sie werden ihn wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Mit freundlichen Grüßen, Professor Gygax. Mal ganz kurz was gucken. Ba, 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 ba. Ba, okay. Oh, ich hatte Angst, dass mein Mikrofon nicht aufnimmt. Ich weiß nicht warum. Ich hatte gerade spontan eine kleine Angstattacke. Nein, also ist nicht so krass. Okay. Habe ich jetzt sowas übersehen? Haben wir hier irgendwo Klebstoff? Ja, nee, ne? Lagerraum. Ah ja. Sieh mal einer guck. Oh, so war es nicht gemeint. Warte. Hä? Ey, verlassen wir. Ich will dich verlassen. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte mein eigenes Leben beginnen. Etwas rostig. Nägel. Ja, ne? Bauklebstoff. Gut. Okay, okay. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr lange machen. Ich krieg Kopfschmerzen. So, wo mache ich das denn jetzt? Oder habe ich schon gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich schon getan? Oh. Ja, lach mich ruhig aus. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Goethe, I have a couple of questions. Yes, I... Shut your dirty little mouth, Goethe. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences! Der Brief von Mr. Schnitzer. Look, Gerda, the man is insane! The professor would treat him like she treated us! Die ist so geil, die Heidi, ne? Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences! Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Scheiße. Die Türen nach oben sind abgeschlossen. Wahrscheinlich werden sie um. Okay.
Ich dachte, das mit... Ach Gott. Ich hasse alles. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Huh? Aber hä? Gerald hat davon erzählt. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Muss eine richtige Reihenfolge sein. Vielleicht geht er jetzt Bäcker, weil ganz ehrlich, das hat ja nichts mit Heidi und Gerda zu tun. Das hier auch nicht. Das auch nicht und deswegen vielleicht funktioniert ja. Okay. Ja. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor... She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax, of course. Thank you, Gerda. Heidi, I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever!